Hi, willkommen, mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir eigentlich nicht viel gemacht. Wir haben eine Stufe 4 Insel hier abgehakt und ja, da war ein geiler Glitch. Werde ich wahrscheinlich noch mal extra als Video irgendwo noch reinposten. Und ja, wir müssen jetzt zum Imperischen Thron gehen. Bitte sagt mir, ich kann doch irgendwo anders hin. Warte, mein Glücksapfel, den habe ich noch nicht angeguckt. Alter, jetzt habe ich den zweimal, super. Wo ist er? Ah, verdammt, der ist jetzt Wertsachen, ne? Ganz einladen. Lautet: Such mich bitte in Talesin mir auf. Wenn der Glück bringen soll. Klingt irgendwie vertraut. Ja. Gut, ich muss also anscheinend zum Sechsonhafen und Sechsonhafen noch. Da war ich auch noch nicht. Was? Viele Furien, Hinder, Bams. Ich jetzt nicht gewusst, dass ich den noch nicht geschafft habe. Boah. Soll ich so weitergehen, ey? Ist ja wieder eine Katastrophe. Ich glaube gar nicht, dass ich so viel da hinten so eine. Vielleicht genug Seelen habe. Wann habe ich die irgendwie. Ich habe mir schon im letzten Part irgendwie gedacht, habe ich die letzte eigentlich auch schon gemacht? Aber nein, anscheinend nicht. Boom. Oh Gott. Ich habe der. Ich glaube, der Preis für diese Thron erhöht sich jedes Mal, je nachdem, wie viele Thron ich schon geöffnet habe, ne? Und ich weiß nicht. Wenn ich die allererste zum Beispiel übersprungen hätte, die irgendwie nur so 10 Dinger oder so gekostet hat, dann würde die jetzt immer noch 10 kosten, ne? Ne, so denke ich das irgendwie nicht. Aber was soll's. Okay, gucken wir mal. Furien. Heiß. Dann machen wir die auch noch platt. Gibt vielleicht ein, zwei neue Gegenstände. Booms. Dämonen beschwören. Ihr werdet ja wohl nicht so. Ist immer noch alles. Schon wieder alle nur 4. Oh, ich hoffe, ich krieg den einen Glitch schon wieder hin. Boom. Ja, damit. Damit. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal schaffe. Ja, damit. Ja, damit. Ja, damit. Gib mir alle eure Zauber. Ja, damit. Boom. Boom. Ich glaube, ich weiß sogar, wie man den aktivieren könnte, diesen Glitch. Ist wahrscheinlich alle Gegner hier weg sein und dann. Na, was soll's. Ich will jetzt nicht hier den. Okay. Setzt alle Magie ein. Okay, dann setze ich ihm das ein. Boah. Das ist ja ein richtig geiles Matchup hier. Nein, zu spät. Ums. Okay. Aber wirklich, nachdem wir irgendwie zum Sechsonhafen zurückgekehrt sind, dass wir dann auch danach irgendwie hier zu einigen anderen Orten zurückgehen können. Hi. Okay, ignoriere mich. Mein Zauber, mein Zauber. Boom. Mein Zauber, mein Zauber. Boom. Mein Zauber, mein Zauber. Boom. Mein Zauber. Boom. Mein Zauber. Boom. Ja, gegen magische Gegner ist Magilo echt überpowered, habe ich so ein Gefühl. Tut mir Leben bei mir einsetzen. Ja, passt voll AP. Boom, ja, damit. Was ist das? Wump. Wump. Ist jetzt nur Magilo hier gespielt, kann das sein? Ja. Ist so auch mal eine Mystikada. Mhm.
gegen diese normalen Gegner können wir jemand anderen einsetzen. Okay. Boom. Boom. Aha. Und auch ein Mistgard hier. Boom, komm her. Wo ist Papier? Ich decke die Wand mit Papier ab. Jetzt irgendwie. Weiß ich nicht. Hat irgendwie was. Na, verdammt, was mache ich da? Jetzt kann ich da einsetzen. So. Ich habe nicht genug Dinger. Jetzt habe ich genug Dinger. Dauert so lange. Frustert. Boom. Twomp. Er ist aufgetaucht, direkt weg. Oh, Zauber. Geil. Her damit. Zauber? Her damit. Zauber? Her damit. Ah. So, zauberartig. Traut euch. Ja, mit dem Zauber. Oh, ich habe nicht genug Dinger. Ah. Jetzt habe ich genug Dinger. Ja, her damit. Oh. Noch Mann. Oh, perfekt hier für eine 2er Mystikart. Hi, na? Jungs. Die drei Dinge hier tut irgendwie viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Boah. Aber ich habe gesehen, dass jemand betäubt. Betäubt, okay. Nichts am Boden, obwohl du in der Luft geflogen bist, okay. Wow, was bist du denn für einer? Boom. Der MC Roll. Boom. Und weg. So. Irgendwie nicht. Also, ein Dreizack. Ein Schwert mit einer Dreifachspitze. Ja, das ist eine sehr primitive Beschreibung. Mithril-Weste, ein West mit eingenähten Mithril. Oh, ich hätte viel früher dann schon machen sollen. Ich habe schon Mithril-Westen, glaube ich, ne? Ja, ich habe sogar schon alle. Ja, what? Geil. Oh, Alter, what? Maximal KP plus. Darunter auch noch was? Okay, wer will mehr AP haben? Alter. Meter und 767. Ich will aber irgendwie nicht das. Alter. Oh, du kriegst jetzt viel AP. Der Eisen hat jetzt 5000 AP. Geil, ne? Gut, tut der Wesens auch irgendwas hier besser sein, obwohl wäre eigentlich cool noch besser, ne? Boom. Boom. Muss ich mal seinen Fokus an, Alter. Oh, Co hat jetzt die meisten AP. Der wird so schnell nicht mehr frecken. Jetzt andere habe ich erledigt, ne? Ja, ne. Gut, dann gehen wir mal zum Sexonhafen. Sexonhafen. Und ja, es geht. Wahrscheinlich müssen wir dann schon wieder linear durch die Story durch, ne? Ich
世界に希望を残したいって。あなた、まさか。ちょっとした弱音よ。万が一の時は頼むってこと。わかりました。ライフセットは私が責任を持って守ります。弱音につけ込みたいところですが、そうもいきません。死ぬまであなたの命令に従うのが私の制約ですから。 Okay. War da gar nicht so weit entfernt. Na, was geht jetzt hier ab? Der empirische Turm ist nur ein Katzensprung von hier entfernt. Sagen wir, wir können auch überall anders noch hin. それもやってどうりよ。世話になったわね。したいことをやっただけさ。礼なんかいるかよ。行くぞ。どうしと決着をつける。Angesichts der Realität. Und sehr viele Gespräche. ないてるの？現実をかみしめているだけです。借り物の断りではない。自分の情で動くことの怖さ、辛さ、そして責任を今が私の本当の新しい出発点なんです。この過酷な現実をかみしめて前に進まないと。面倒なやつね。けど嫌いじゃないわ。 はい。泣き虫じゃありませんから。そのようね。だが、何でも背負い込むなよ。わかっています。私にできることをするだけです。そんなこと言いつつ、限界を超えても頑張っちまうのがお前だろ。ギリギリまで頑張って、どうにもならないときは人を頼ってもいいんだからな。ところ、ありがとうございます。ま、 俺は人じゃないけどな。わかっていますよ。 Da kann ich nicht hin. Sie guckt auch. Okay, das ist schon mal gut. Wir können überall hin. Wir können überall reden. Bis auf die Gefängnisinsel. なのにどういうことだよ。精霊は操れないから、ゴーマを倒せないって。精霊術が使えなくなった理由は、我々にもよくわからないのです。ですが、たとえ精霊術が使えなくとも、最後まで自分は皆さんを守るために戦います。どうか落ち着いてください。あんたたちの言うことなんか、もうまともに相手してらんないよ。何ジロジロ見てんだよ。そこの目つきの悪いあんた、ちょっとこっち来いよ。遠慮しておく。 がたい一世に逃げてんじゃねえよ。やめてください。皆さんの不安も苛立ちもわかります。ですが今は人間同士が争い合ってる場合ではありません。世界の混乱やゴーマに立ち向かうために、どうか我々に手を貸してください。あんた、それでも不満があるなら
Ja. Wir werden nie wieder von ihm hören, ne? Okay. Bringen wir die ganzen Gespräche hinter uns. Oh, letzte Dingens. Jawohl, Eisen fehlt noch. Und Rokuro, glaube ich. あいさつ。どうにも巡り合わせが悪くて全然オタクらの記述が見られないから。自分で記述団を立ち上げたんだよ。声量も混乱してて街も不安そうな。あ、だそりゃあいね。ゴーマも出るし、なんだか。ほら。世の中が暗いだろ。だからこそ明るくて楽しい催しが必要だと思ってね。記述団は特訓中で、間もなく旗揚げ公演さ。 すごくいいと思う。記述団はなんて名前なの？ガツンとインパクトのある言葉を選んだぜ。その名も漆黒の翼。翼の翼。おいおい、反応薄いな。人を楽しませるのに漆黒ってどうなの？黒い翼なんてカラスとかコウモリみたいでしょ？俺の中じゃ。 漆黒の翼といえばお笑いなんだけどね。じゃあちょっと帰るか。その名も漆黒の笑い。そんなブラックジョークじゃな。腹黒くてスパイシーな方向に進めなかい。じゃあ漆黒の術、いや漆黒サーカス、いやいや漆黒大サービス、漆黒の。漆黒から離れてみたら。確かに。 じゃあこれならどうだ。ハッピースマイル記述団。幸せのお尻みたい。もういいよ。漆黒の翼記述団（笑）笑い（笑）閉じ。これで決定。異論は認めない。思い切ったの。じゃが、お主の志は気に入った。漆黒の未来を記念して、マギンブイ。ありがとうよ。 これからライバルだな。同業者としてよろしくな。マギンブイってどうでもよくなるおまじないだよね。こういう時代こそどうでもよいことが必要なんじゃよ。っていうか漆黒の未来って全然祝福してないでしょ。マギンブイ。Ist mir egal. Okay. Hi. Boom. Nee, du tust nix. Neues Verkauf, Gott, verdammter Dreck. Mithril Sachen, ja, das ist auch schon mal etwas. Halt, ich muss glaube ich nur noch einen Gegenstand zerlegen, ne? Boom. Okay. Warte mal. Neue Dinger irgendwie aufgetaucht? Nö, okay. Eine Ahnung, ich werde die auf jeden Fall noch hier erledigen, bevor ich mich Artorias stelle. So, hier ist nichts mehr. Ich gehe nicht in Richtung Logres. Und dann werde ich wieder abgeschnitten, ne? Warte mal, jetzt sind zwei Shops. おかげで目が覚めたぜ。口寂しくていろいろ飲んでたら、うまいお茶を飲むと心が安らぐことに気づいたんだよ。 浸水を子供には飲ませられないが、お茶なら子供からお年寄りまで楽しめる。それは良い着眼点ですね。これまでに貯めた金をはたいて世界中のいろんなお茶を集めた店を開こうかと思ってるんだ。ベトンクなぜ今。お茶飲む時ぐらいホッとできたらいいよな。そういうお店には美味しいパイとか焼き菓子とかがあったらいいな。だよな。お茶と一緒に お菓子も探すぜ。ついでに俺の嫁さんもな。頑張ってください。ありがとうよ。ちなみに、俺は俺の嫁になる気はないか。ごめんなさい。遠慮しておきます。だよな。Versuch war es wert. Immer schön positiv bleiben, ne? So, hier ist nichts mehr. Boom. Ich gehe noch mal zurück nach Elevis. Vielleicht ist jetzt hier wieder was Neues, ne?
Soll ich? Oh, beichten? Bitte. Da. Wer hatte noch nicht gebeichtet? Ja, ne, wer hat eigentlich noch nicht gebeichtet? Schon alle. Vater. Wer war noch nicht dran? Die Info? Ist jedes Mal gleich gesagt gewesen? Okay. Oh, was? Ich merke gerade, hier sind ganz schön viele Dinger. Hallo? Jetzt kann ich mich mit den. Gut, jetzt kann ich hier überall hin. Also mal was. Birdsley. Okay, dann weiß ich, um was ich mich im nächsten Part kümmern werde. Hier ist nichts. Nächstes. 6. Und gehen wir noch mal gucken. Über auf Nummer sicher gehen, ne? So. Logos, bam. Stimmt, ja, Logos kann ich ja gehen. Ich darf nur nicht zum empirischen Thron gehen. Dann machen wir erstmal die ganzen Gespräche hier, ne? Wie unwichtig die auch sein mögen. Können wir im nächsten Part die ganzen Nebenquests hier mal machen? Geil, ne? Stimmt, dieses Kellnerspiel müssen wir ja auch noch machen, ne? Aha. So viele Sachen, ja, ne? Taverne und im Gasthaus. Ja. Muss ich hier alles abklappern noch. Sprich mit mir. Oh, Anta, das ist刀切りの件で世話になった元山賊だ。あ、ではという。覚えていますよ。ローグレスに来たんですね。ああ、山賊料理の店を開く資金も貯まったし、今いい店舗物件を探してるところなんだ。強盗をやって貯めた金じゃないだろうな。元山賊だって言ったろ。壊れた道路の修理やら新聞紙の配達やら、本当に汗水垂らして働いて貯めたんだ。本当に生まれ変わったんですね。 とても素晴らしいことだと思います。そっか。姉ちゃんに褒めてもらえるなんて頑張った甲斐があるってもんだ。きっと輝きますよ。あなたのこれからの人生は。もうメニューは決まったの？盗っ人武田家志伊東、歩けば山賊に当たる鍋の他にもう一つ目玉が欲しいところだな。この町にはやたらうまい麻婆カレーを出す酒場があってな。 あの店に勝ちたいんだよ。何かいいアイデアはないか？女の子の客を獲得できるようなのがいいな。女の子ですか？
デザートとかスイーツなんかがいいんじゃないでしょうか。濃厚なチョコを使った恋泥棒パフェとか、君の瞳をタイポワールタルトとか。同世代とは思えない古さを感じる。これはバンディートだよね。いいね。これでメニューは完璧だ。 バンバンがないんじゃ、あれエレノア。夫婦になれないか。タイマシをからかわないでください。からかってなんてないって。俺は本気だ。結婚してくれ。山賊料理店繁盛するといいですね。全然響いてない。見事にムースされたな。フラレタルトだね。ほっとけ。 Okay. So viele Gespräche noch. Oh. Das wird ewig dauern. Halt. Ich bin nicht, dass ich hier im nächsten Part mit fertig werde. それが男ってもんだ。あのじいさん、分かってるぜ。愉快な話をしろというわけじゃない。毎日の生活の中に少しのゆとりがあればいい。美味しい物とか綺麗な花とか、この噴水とか。湧き出る水は希望の象徴じゃよ。日々苦しくともこの噴水を途絶えさせぬよう手入れを続けることにするぞ。私も掃除をして。 Ich mach's mir immer gemütlich. Wird im nächsten Part wahrscheinlich auch noch so sein, ne? What guckst du da so? もちろん贅沢は控えるべきだが、生活に潤いっていうか楽しみは必要だろ。というわけで、私たちは食堂を作ることにした。うまい料理と浸水で人々を楽しませるために。ね。どんな料理を作るの？それを決めるために今、各地の料理を食べ歩いているんだよ。この店の麻婆カレーは絶品だと聞いたのだけど、どうにも敷居が高くてなかなか入れずにいるよ。 他のお店と同じようにすれば大丈夫だよ。僕もここの麻婆カレー大好きだし。お、子供にも受ける味。これは期待できるな。子供扱いはちょっと嫌だな。男のプライドを傷つけてしまったようだ。マラク。マラク。キンカラオ。君の気持ちまで気配りができなかった。そんな大げさな話でもないんだけど。 コンセプトって何？大人も子供も家族みんなで楽しめる食堂。ゆりかごから墓場までが合言葉なんだ。食べる場所なのに墓場って。食べに行くのに勇気がいる食堂ですね。ああ、そこには気が回らなかった。気が回らないことばかりじゃない。ちゃんと店をやっていけるわけ？大丈夫さ。経営に関してはきちんと学んだし、腕がいい料理人に当たりはつけてある。 メニューを決めて店の合言葉を修正すれば問題ない。ああ、それガンスフォンファンファン。ユリカゴから墓場までじゃなくて、ユリカゴから天国まで。どっちもあの湯行きじゃないですか。くそ、思いつかない。ならばユリカゴから入れ場まで。これでどうじゃ？おお、入れ場なら生きてる人が使うものだ。いいよ。 Leute, die haben alle Probleme. Was ist denn hier los? Hi, was du denn zu sagen? Ihr Mund bewegt sich nicht doch.
食材も味気ないものばかり。さっきようやく店を開けられるギリギリの品物が届いたばかりなの。麻婆カレーは作れる？作れるよ。よかった。心配してくれてありがとう。でも町のことは町の人間に任せておきなさい。あなたたちはあなたたちのすべきことを悔いのないようにおやりなさい。うん。What? Okay.Na komm, das kriegen wir auch noch. Haben wir alles. Glaube ich. Aber hier in Logres ist schon mal alles. Sieht aus wie ein Skit. Haben wir die Stadt auch abgehakt. Dann fehlen nur noch 10. Boom.になるって本当？そうよ。汚れが落ちる上に米ぬかの油で艶出しもできるから一石二鳥なの。へえ、そうなんだ。お米の研ぎ汁はいろいろ使い道があるの。土鍋を初めて使うときには研ぎ汁を煮沸させると長持ちするようになるし、魚の煮物を戻すときに研ぎ汁を使えば臭みも取れるし身も柔らかくなるのよ。それに畑や鉢植えの水やりに使えば肥料にもなるんだから。おお、ベルベットは案外いい嫁さんになれそうだな。案外で悪かったわね。そういうことって本には載ってなかったけど、どうやって知ったの？セリカ姉さんが母さんから教わったことを私にも教えてくれたの。他にはどんなことを教わったの？料理のいろはもコツも母さんの技は全部セリカ姉さんから教えてもらった。それこそお米の研ぎ汁は料理でも大活躍でね。大根を煮るときに使えば苦味が取れるし、研ぎ汁でタケノコやごぼうを煮ると柔らかくて白くきれいに仕上がるの。研ぎ汁を捨てる人に家事上手はいないって、母さんが姉さんに、姉さんが私に教えてくれた。細やかさが光りまふね。弟、子供に野菜を食べさせたいときには苦味がなくて柔らかい方がいいのよね。ベルベットはいいお母さんにもなれそうだね。お母さんか。ところでビエンフ、あんたが床に置いたザルに入っているのは野菜くずのようだけど。料理入れてた生ゴミを捨てに行くところでふ。はあ、何言ってるのあんたは。まだまだ役立つものばっかりじゃないの。大根の葉っぱは小口切りにして油で炒めて、醤油、みりん、かつお節、ごまで味付けしたら、そういうふうに言うの。じゃがいもの皮の内側で鏡を磨けば曇り止めになるし、レモンの切れ端に粗塩で洗面台はピカピカに磨けるわ。すごいよ、知恵の宝庫だね。前から思ってたんだけど、海賊団の食材の使い方は雑すぎるのよ。ゴミが出すぎだわ。細かすぎるでふ。面倒な小獣とにもなれそうだな。ね。Eisen wieder mit seinem Comedy-Talent. Bist du eine Mutter oder eine Schwiegermutter? Wir haben einfach nur so einen Lach-Track irgendwie so im Hintergrund. So, das hier alles muss ich noch nachgucken. Ja, in den nächsten Part werden wir jetzt nicht so viel erreichen, habe ich so Gefühl. Wenn nur Gespräche und so was hier haben. Geil, ne? Das ist auch Spaß für die ganze Familie. Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wo wir weitere Gespräche und Skits und all so was machen, was wahrscheinlich die letzten im Spiel sein werden. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.